Hunger. Ich bin hungrig. Immer. Aber man kann nicht alles essen. Warum nicht? Weil es weh tut. Diejenigen von uns, die gegessen werden, haben eine schwere Zeit. Hat dir denn nichts an mir gefallen? Mein Haar? Meine Zähne? Mein Fleisch? Nein. Das stimmt nicht. Ich habe nichts an dir gemocht. Niemals. Das ist nicht wahr. Es muss etwas geben, tief in deinem Inneren, das Faszination spürt. Du bist am Leben. Wenn alles in mir abstoßend wäre, würdest du lieber nicht leben. Du bist doch nicht alles. Nicht? Nein. Ah, okay. Aber ich bin wichtig. Sehr wichtig. Jetzt, wo ich dich so sehe, von Angesicht, zu gleichen Bedingungen, du bist nicht einmal ein Monster. Aha. Du bist ein Opfer. Ich mag dieses Wort nicht. Bestimmt weißt du, dass Kriminelle und ihre Opfer sich gegenseitig suchen. Sie ziehen sich mit ihren Augen an. Und sobald sie sich anschauen, kennen sie ihr Ende. Wenn Tage vergehen und ich nicht mehr an dich denke, erscheinst du mir in meinen Träumen und du sagst, ich liebe dich. Ich liebe dich wirklich. Auf deine Weise. Liebst du mich? Nein. Alles ist ungerecht. Vom Anfang aller Dinge. Das ist nicht wahr. Das ist es. Aber das spielt hier keine Rolle. Ich habe Narben, die du mir zugefügt hast. Verzeihung. Bitte nicht um Verzeihung. Menschen mit Hunger verzeihen nicht. Und jetzt? Wen wirst du dann treffen, Wolf? Es kann alles passieren. Wir sind am Ende. Schämst du dich nicht für das, was du getan hast? Um Gottes Willen, ich glaube doch nicht an Gott. Aber am Ende geht es darum, Rechenschaft abzulegen. Du kommst mit einer Menge Schulden. Und wer tut das nicht?